Und damit herzlich willkommen zurück zu Astelia Online hier bei Explorer IP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir ziehen weiter. Und zwar hier, mach mal Gilde von Astellien. Finde die Sternrufer-Gilde von Nantina. Und das kennen wir noch aus der Beta. Und da marschieren wir jetzt hin. Wir sind durch dieses ominöse, geheimnisvolle Tor. Ich hoffe, es kommt kein Ladebildschirm. Oh, der ging aber schnell durch. Guck mal, die sind ja hier schon, ging ja jetzt hier quasi durch. Guck mal. Schwupp, schwupp. Schwupp. Und schwupp. Da sind wir. Mantrangrasland. Ja. Gentledorn. Tütü, wir schauen uns wieder um. Fallen Star Fragment, okay. Ja, wir achten natürlich jetzt auch vermehrt auf die Kisten, ne? Die überall sein können. Ihr seid ja nicht böse, ne? Wenn ich hier mal eben. Ja. Was bist du? Olivenöl. Was ist das? Ah, guck mal hier. Die Quest, die wir in der letzten Folge angefangen haben. Wo wir nicht gewusst haben, wie es weitergeht. Es geht hier weiter. Okay, also lohnt es sich doch überall mal zu gucken. Auch wenn der eine oder andere da draußen sagt, hä, wie langweilig. Mhm. Wir schauen uns jede Ecke an. Jede Ecke. Möge sie auch noch so unbedeutend sein. So, hier scheint aber nichts mehr zu sein. Also ist alles sehr unbedeutend. Außer... ein Wegpunkt. Oder? Das war ein Wegpunkt. Und ein Ei. Möchte wissen, wer hier die Eier immer verliert. Hier ist noch Olivenöl. Das ist gesund. Mit Ette müssen wir noch nicht reden. Okay, scheint jetzt soweit. Dann gucken wir auf der Seite nochmal eben. La 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 la. Ich bin der Explorer, ich bin gut drauf. Das stimmt mit dir nicht. Ja, Entschuldigung. So, noch ein Ei. Da drüben ist Chili. Chili, Olivenöl, Eier. Da kann man doch bestimmt schon irgendwas Leckeres machen, oder? Scharfe Eier. Scharfe eingelegte Eier. Hört sich irgendwie verkehrt an jetzt, aber gut. Dornengestrüpp, Kaktus. Aha. Ihr seid ja noch nicht aggro hier, ne? Wir dürfen in Ruhe gucken, ne? Okay, die Kisten sind wahrscheinlich für eine Quest, die wir noch kriegen. Wir waren zwar in der Beta ja schon hier, aber ich weiß dann natürlich auch alles nicht mehr. Das ist ja schon ein bisschen länger her jetzt. Oh. Er druckelt ja schön. So, hier ist sonst nichts. Dann nehmen wir uns das Gras noch mit hier und dann gehen. Achso, wir müssen ja sowieso hier hin. Sehe ich gerade.
Hier müssen wir hin. Da ist der Gildenmanager. Der Chef vom Ganzen. Oder? Okay, willkommen zur Sternrufer-Gilde. Ja, okay. Ben. Gut, dann gehen wir mal rein in die gute Schule. Master, we should go look. Since you're the Astellion, it would be great. As long as I have you as my master, this would be pointless. But I suppose we can go take a look for fun. Warum redet sie erst Deutsch, dann wieder Englisch? Es ist... Kinders. Mach doch sowas nicht. Muss doch möglich sein, sowas jetzt hier. Ist egal. So. Teleportverwalter. Müssen wir den noch aktivieren hier, oder ist der schon aktiviert? Bestätigen. Okay, hier kann ich mich aber echt nicht dran erinnern. Ich glaube, das ist doch neu, oder? Das war eine Beta doch nicht. Okay, was haben wir gekriegt? Ja, nichts. Und auch Nadine Temple Priest Records. Okay. Ist das auch eine Quest? Die wir vielleicht noch gar nicht angenommen haben. Oh, Wasser. Ja. Und ein Alpha-Band. Ganz schön weitläufiges Terrain. Gut, da sind wir reingekommen. Wollen wir jetzt dann schon hier hin? Ja, ne? Wir gucken eben hier. Wo nichts ist, außer nochmal Gas. So, und wir sollen dorthin. Da können wir mit keinem reden. Aber wir sollen, was wir anklicken. Say, did something happen? I'm so sorry. Defeat. I didn't really feel anything. It looks broken. That can't be. Maybe it's because of the Sabrilla that was just outside? Its eyes looked really intense, emitting a very ominous aura. We should go look into it. If the Atra Pentacle is sensitive, it might give off vile energy. Yeah, no. Was soll man denn jetzt machen? Wir sind genau da. Beschützer. Ist auch nichts zu beschützen. Passiert doch nichts. Keiner greift an. Achso, da drüben. Ach, Explorer. Können wir eben die Quest hier annehmen, bevor wir anfangen zu defeaten. Das sind nur die Dungeon Quests hier, ne? Sehe ich das richtig? Hier ist nix. So, Hippero. I will tell you how to use runes. Ja, ja. Annehmen. A true star caller grows together ja, with ja, their Estelle. Ja, ja, ja. Danke. Okay, das sind wohl normale Queste. Drüben auf der anderen Seite können wir auch noch was annehmen.
Hier noch was? Da noch was? Also. Über da. So. Don't you want to know how to get stronger quickly and easily? Mein Gott, er hat viel zu erzählen. Level 4 Waffe, super. You ja, wir sind Level 8. Seem to have great potential. Der sieht doch ein bisschen blass aus im Gesicht. Gut. Defeat Poise and collect Rune Fragments. Das ist, Was mal hier hin? Müssen wir euch killen? Ja, wir ignorieren. Wir können ruhig schlagen. Das können wir nicht. Boah. Wenn wir schon nicht instant aus der Schule zu werden. Okay. Kleiner Saat. Collection Materials Mantra lief selten. Okay. Dich müssen wir zerstören. Aufheben. Müssen wir den jetzt weiter töten hier? Für mich sieht das so aus, als wenn wir nur diese Fragmente aufheben müssen, ne? Wo immer sie auch sein mögen. Da zum Beispiel. Sabrila, uralt Sabrila. Hier ist das Fragment. Wenn wir jetzt zurückgehen, müssen die anderen wieder respawned sein, oder? Ja. Dum-di-d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 um-
Okay, hier sollen wir hier rüber. Was sollen wir da? Quest Nummer 3. Collect Iron Pieces from the Abandoned Equipment or Zabrillas. Okay, wir brauchen nur die Kisten looten. Glaube ich. Ja. Hier oben war noch eine Chest. Aber ich denke, wir nehmen ein bisschen Skygrass mit und dann killen wir ein bisschen Zabrillas. Und jetzt auch droppen. Warum nicht? Nicht. Dafür spawnen die Kisten neu. Okay, tipp. The Zabrillas look very angry. But they're too weak. I doubt that they are strong enough to affect the flow of Atra. Right? It doesn't seem like they're the culprits, does it? I'm sorry. I shouldn't have even said anything. We stopped before killing too many of them. There's a good chance that the Atra Pentacle itself is damaged. Also ich habe ja jetzt hier die drei Zauber drin, ne? Das bringt irgendwie auch nichts, weil den castet der gar nicht. Der kommt gar nicht bis zum göttlichen Knall, ne? Der macht nur... Since we can feel the flow of Atra, we might be able to figure out the source of the problem. Master, you should go talk with the Starcaller Guild members in the meantime. So machen. You might be able to find out why this pentacle is not working. Und... So machen. Habe ich jetzt gemacht hier? Ja, können wir mal eben raus hier. Was ist denn das hier? Göttlicher Knall. Was habe ich da jetzt am Bogen verlangsamt? Ne, das will ich ja gar nicht. So, das will ich. Erst das. Das hat 7 Sekunden. Dann kann er den göttlichen Knall. Und dann kann er... Das muss ja klappen, ne? Wollen wir mal ausprobieren. Mach das mal zu hier. Ja, göttliche Ladung, heiliger Speer. Ja, ich glaube, das. Mit der Rotation können wir erstmal arbeiten. Gut, dann gehen wir die Crash da ab. Ups. Haben wir denn alles fertig? Ja. Okay. Müssen wir erstmal hier hinten hin. A true Starcaller grows together with their Estelle. Dankeschön. Oh, nee. I will tell you how to use runes. Yep. Und dann gehen wir hinten die Queste ab. Dann können wir mal eben hier gucken, gibt es noch ein paar Errungenschaften abzusahnen. Welches Level haben wir jetzt? Level 8. Und wir sollten mal gucken, ob wir Equip gekriegt haben. Was? Level Quest Nummer 2? Was? Ist egal, wir geben das jetzt erstmal ab hier. Don't you want to know how to get stronger? Quickly and easily? Stimmt, die Level 4 Waffe. You seem to have great potential. Danke. Okay,
sprich mit dem Sternrufer Novizen Jena. Equippe ein Star-Juwel am einen Estel. Dismantle Equip. Okay, das hätten wir vielleicht direkt machen können. Deswegen hat er uns die Level 4 Waffe gegeben. Ja. Benötigt Stufe 9. Behalten wir erstmal. Krieger. Assassine. Level 4 Waffe. Magier. Level 5. Level 2, Level 8. Okay. Zerlegen. Geht nicht. Ja. Zerlegen. Achso. Zerlegen. Zerlegen. Fertig, dann gehen wir nochmal zurück. Explorator Hirsch. Ja, bin wieder da. Don't you want to know how to get stronger quickly and easily? Okay, noch eine Quest. So. Verzauber-Equipment. Ja, das machen wir aber dann alles in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst, und sage tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.